Ja, okay, wir geben uns mal das Video Capital Bras Geheimnis. Professor Kleiner erklärt Capis Erfolg. So, jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Ich muss nur kurz was gucken. Okay. Es geht immer natürlich auch um Frauen und Sex, es ist Gewalt und Platzhirschkampf. Dann bedient er sich halt dem klassischen, naja, Rap-Schlager. Rap-Schlager, okay. Warum ist Capital Bra so erfolgreich? Capital Bra ist der Rapstar unserer Zeit. Unzählige Songs und Alben an der Spitze der Charts, goldene Schallplatten, über 1 Million verkaufte Tonträger. Also Teledin und Vida Lila sind jetzt, glaube ich, auch Goldgänger, wenn ich mich nicht irre. Gemessen an der Anzahl seiner Nummer 1-Hits ist er sogar der erfolgreichste Künstler der Geschichte. Aber woran liegt das eigentlich? Wir wollten wissen, warum Capital Bra so erfolgreich ist. Ist es seine Musik? Der macht einfach Musik, die für die breite Masse gemacht ist. Okay, das ist Rap mit Autotune und das kann sich einfach jeder geben. Und es hört sich gut an. Sind es seine Texte? Ist es seine Release-Strategie? Seine Vermarktung? Vielleicht von allem etwas. Also haben wir einen echten Experten gefragt. Markus Kleiner ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der SAH Hochschule der populären Künste Berlin. Er hat sich intensiv mit Capital Bra beschäftigt. Kaum jemand kennt sich so gut mit ihm aus wie er. Er sagt: Der Erfolg von Capital Bra liegt vor allem darin, dass Bra. er die digitalen Zeichen der Zeit verstanden hat und verstanden hat, dass er der digitale Rapstar des 21. Jahrhunderts, zumindest im deutschsprachigen Bereich, ist. Aber was heißt das genau? Wir haben mit Kleiner zuallererst mal über die Musik von Capital Bra gesprochen. Was macht sie besonders? Wie klingt Capital Bra in seinen Tracks? Für den Professor liegt es an der Mischung. Am Anfang war es Straßenrap, also Aslak-Straßenrap, hat immer so Trap-Teile gehabt, die ganz wichtig waren. Hat eine sehr raue Produktion, aggressive Aura gehabt, aber ohne viel Schnickschnack. Da ist nicht viel überproduziert worden. Das sollte relativ pur klingen. Und nach Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also seine alte Mucke war richtiger Rap. Und ja, ist halt jetzt übergesprungen zu Autotune auf jeden Fall. Okay, jetzt mit Samra droppt er auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen was in die alte Schiene. Aber es ist halt trotzdem noch Musik für die breite Masse, so. Erfolg Stück für Stück von Platte zu Platte bis jetzt hin zur sechsten Platte. Das ist immer poppiger, immer größer, immer bombastischer geworden. Da ist die Produktion meistens viel größer. Aber jetzt nicht nur bei ihm, sondern allgemein der Rap eigentlich. Jeweils die Hook ist immer poplastig, sage ich jetzt mal. Das ist einfach so. Als der Gesang oder die Story selbst. Rap hat sich schon immer auch durch die Texte ausgezeichnet. Manche Rapper haben eher deepe Lyrics, andere erzählen davon, dass sie der Geilste sind. Wovon erzählt Capi eigentlich in seinen Songs? Laut Professor Kleiner sind das gar nicht so viele Themen. Das ist einerseits so Gangster-Klischees, das ist Gewalt und Platzhirschkampf, das ist Gewalt und Drogen, das ist die sich Selbstbehauptung, wenn man in schlechten Milieus aufwächst, um sich gegen die Gesellschaft zu stellen und sich seinen Platz in der Gesellschaft zu erarbeiten. Es geht immer natürlich auch um Frauen und Sex. Ansonsten geht es viel darum, um Ratschläge zu erteilen. Was ist, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du nicht so einen guten Background hast? Was musst du tun? Wie gehst du mit der Gesellschaft um? Capital Bra ist gerade mal 24. Damit gehört er zu einer neuen Generation an Rappern. Einer, die ganz selbstverständlich mit Rap, aber auch mit neuen Medien aufgewachsen ist. Hier eine neue Insta-Story, da über Nacht ein neuer Song oder gleich ein ganzes Album. Unterscheidet ihn das von seinen Kollegen aus der Oldschool? Also Capital Bra hat im Vergleich zu älteren Kollegen sehr gut verstanden, Social Media für sich zu nutzen. Wie kein anderer vergleichbarer Rapper aus der Deutschrap-Szene nutzt er Social Media zum Kontakt mit seinen Fans. Er antwortet sehr schnell, er antwortet fast allen Fans selber, vor allem auch Kindern und Jugendlichen, und schafft so eine riesen Loyalität, dass im Social Media Bereich seine Tracks geteilt werden, dass extrem viele zu seinen Konzerten kommen. Echt? Okay, woher weiß er, dass der eben antwortet? Eventuell früher, aber ich denke, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Dass er total positiv besprochen wird. Also er hat ein sehr fannahes Auftreten und hat da eine höchste Glaubwürdigkeit. Und das ist etwas, was bei anderen Rappern nicht so ist, weil die sehr stark ich-bezogen sich darstellen. Er stellt sich auch ich-bezogen dar. Aber wichtig ist, dass er auf Fühlung mit seinen Fans ist und alle Kanäle nutzt, auch wenn Spotify ihm reinspielen will und sagen will, hey, du kommst nicht in die Playlisten, dass er dann halt über Instagram die Kampagne fährt, dass erfolgreiche Rapper wie Sido, wie Kool Savas, aber auch Schauspieler seinen Song halt über ihre Story teilen
und dann auf einmal Spotify es doch in die Playlisten aufnehmen muss oder er kommt in die Charts ohne Spotify-Unterstützung. Und das zeichnet ihn vor allem aus. Aber das kann ja noch nicht alles sein. Wenn man die Songs von Cappy oder seinem alter Ego Joker Bra anhört, fällt immer wieder auch auf, wie sehr er mit seiner Stimme arbeitet. Ist das vielleicht ein Grund für seinen Erfolg? Die Stimme ist sehr interessant, denn das ist sozusagen das Eigentliche, was er dem Deutschrap hinzufügt. Das Ad-Libs, das ist so etwas, was für ihn total signifikant ist. Dass er über die Stimme eine Identität bekommt, wo man, wenn man nur eine Zeile hört, sofort weiß, das ist Capital Bra. Er hat nicht nur das rollende R, er hat sehr viele Begriffe, Slang-Begriffe, die er immer wieder einführt, also slawische Begriffe, arabische Begriffe. Dann hat er dieses Wegnuscheln, was auch einmalig ist. Er nuschelt die Worte weg, er nuschelt die Story weg. Du verstehst ihn kaum, auch wenn er ganz schnell im Flow gerade ist. Was sagt er? Ja, stimmt manchmal schon. Also gerade so Autotune-Parts oder so. Stimmt schon. Wie? Und du kommst nicht hinterher. Und das ist so ein eigenes Stilmittel, dass er Adlibs wirklich für sich nutzt, um seine Künstleridentität durch die Stimme darzustellen. Und das macht ihn sehr stark unterscheidbar von anderen Deutschrappern, die man zwar auch erkennt, aber die nicht dieses harte Adlibbing haben, um sich selbst als Künstler darzustellen. Capital Bra spaltet die Massen. Während die einen ihn feiern, können die anderen nur wenig damit anfangen. Ist das jetzt noch Rap oder schon Pop? Für Professor Kleiner ist die Antwort eindeutig. Ja, das ist immer die Frage. Ist das jetzt Rap oder Pop? Ich meine, die Parts sind meistens immer Rap. Je nach Song natürlich unterschiedlich. Aber die Hooks sind meistens ja mit Autotune gemischt, eher so in Richtung Pop. Ist halt so eine, ja, so eine Mischung. Eindeutig. Es ist beides. Was mich erstaunt bei Capital Bra ist, wenn man sich die Alben anschaut, also in 3 Jahren 6 Alben mit unfassbar vielen Songs, ist es so, dass er immer Gangster-Rap-Songs hat und jetzt zunehmend durch den Erfolg, weil er halt bei den ganz Großen mitspielen will. Deshalb macht ja auch Bol mit ihm die Kooperation, er baggert an Helene Fischer rum, er will ja diese große, an den großen Range haben. Dann bedient er sich halt dem klassischen, naja, Rap-Schlager. Also er hat beides drin, aber ich glaube, er wird in der nächsten Zeit immer mehr in diese Pop-Richtung gehen, um halt den Mainstream noch richtig zu nehmen. Okay, die Eingängigkeit ist das eine. Für Kleiner ist Capital Bra aber vor allem auch deshalb so erfolgreich, weil er seine Songs auf eine ganz spezielle Weise veröffentlicht. Die Release-Strategie von Eine Frage stellt sich mir auf jeden Fall, gerade so im Sherry Lady Video, dass diese Musikvideos nie ab 18 gestellt werden. Egal bei wem, ob das jetzt bei Shirin David ist oder Katja Krasavice oder so. Musikvideos, egal wie halbnackt die da sind oder so, werden nie mit Altersbeschränkung versehrt. Und ja, normale Videos werden dann als werbeunfreundlich oder mit Altersbeschränkung eingestuft. Ist schon komisch. Capital Bra ist aus meiner Perspektive heraus sehr stark auf Social Media ausgerichtet. Er denkt wie ein Influencer, der das Produkt Musik hat und jetzt überlegt, wie kriege ich das in die meisten Köpfe, wie kriege ich die Leute mit meiner Influencer-Strategie. Und das schafft er extrem gut, weil er kapiert hat, wenn heute Musik erfolgreich sein will, muss sie im Stream abbildbar sein. Sie muss bei Spotify, sie muss bei Apple Music sein, sie muss aber auch bei Instagram und auch weniger bedeutend bei Facebook und so weiter, sie muss da präsent sein. Und nur wenn Musik millionenfach oder jetzt auch milliardenfach geteilt wird, ist sie erfolgreiche Musik. Was glaubt ihr? Warum ist Capital Bra so erfolgreich? Schreibt es uns in die Kommentare und checkt die Playlist mit den besten Songs. Ja, der Junge hat es einfach geschafft. Man kann jetzt natürlich herumraten, an was es liegt, aber ich meine, was den unterscheidet zu anderen Rappern ist so, andere haben zum Beispiel einen Hype, wie zum Beispiel Mero jetzt, und der hält aber nicht dauerhaft an, okay, die können das nicht halten. Irgendwann sagen die, okay, jeder Song hört sich jetzt gleich an oder so, und dann werden die gehatet oder so und rutschen in den Tief ab. Aber bei dem ist so, es hält sich ja schon über Jahre lang und der haut immer noch geile Musik raus. Deswegen, der Junge hat's geschafft. Ui, morgen in Urlaub? Gehst du morgen in Urlaub? Ja. Und was macht Papa? Im Studio. Papa bleibt im Studio. Ich küsse deine. Ich weiß, was du willst. Willst du den hier haben? Aufmachen? Okay.